Wer kann schon von Deutschland nach Afrika, weiter über Indien bis in die USA reisen? Natürlich eine Hexe. Etwa 40 künftige Erzieher und Heilerziehungspfleger der beruflichen Schule Güstrow hatten sich eine Geschichte ausgedacht und in liebevoller Kleinarbeit zu einem Theaterstück aufgepeppt. Dazu luden sie am Mittwoch, Donnerstag und Freitag in insgesamt 5 Aufführungen ein. Die Hexe Ziska wollte die Welt sehen und nahm die kleinen und größeren Besucher mit. Sie besuchten Giraffen, Affen und Löwen, ebenso wie die Pinguine am Südpol. Und immer wieder zwischendurch wurde gemeinsam gesungen. Das war für die Kindergarten- und Schulkinder ein besonderes Erlebnis, denn sie lernten gleich noch einiges über die Kontinente der Erde. Dieses Abschlussprojekt für die Schüler im letzten Lehrjahr wurde von künftigen Heilerziehungspflegern und Erziehern gemeinsam vorbereitet und durchgeführt. Einige saßen an der Technik, andere agierten auf der Bühne. Laura Gallinat hatte als Hexe Ziska eine Hauptrolle übernommen, Caroline Schutzia spielte deren Tante. Eingeladen waren alle Einrichtungen, mit denen die Erzieher und Heilerziehungspfleger in ihrer Ausbildung zusammengearbeitet haben. Und diese Geschichte wird wohl noch lange in der Erinnerung der Kinder bleiben.